dem Chai Latte unter die Decke kuscheln und danach vom Kaminfeuer dahinschmelzen lassen. Okay, wow, stop, hold on. Der Winter und ich sind definitiv keine besten Freunde. Als Kind auf dem Schlitten, das war eine Sache. Aber spätestens seitdem im Winter in Deutschland kaum noch Schnee fällt, hat der Winter endgültig seinen Reiz für mich verloren. Es ist nass, kalt, grau, irgendwie ist wenig lebendig. Also, wie soll ich es denn sein? Arbeiten im Winter heißt, das Haus zu verlassen, wenn es dunkel ist, und zurückzukehren, wenn es dunkel ist. Im Dezember warten zwar Weihnachtsmärkte und Weihnachten, doch was mache ich davor und vor allem danach in dieser Jahreszeit? Mehrere Monate Trübsalblasen, damit ist jetzt Schluss. Ich wage den Versuch, mich dem Winter wieder anzunähern. Ein Versuch einer Versöhnung, ein Versuch, den Winter wieder lieben zu lernen. Dieses Jahr hatte ich einen richtig guten Sommer, wahrscheinlich sogar einen der besten meines Lebens. Viele Momente sind noch immer lebendig in mir. Doch je mehr der Winter Einzug erhält, desto mehr vermisse ich die warme Sonne auf meinem Gesicht. Das Gelächter auf den Straßen und in den Parks, die beben und leben. Ich ertappe mich. Versuche ich etwa, den Sommer aufrechtzuerhalten? Ich kann es nicht mehr verleugnen. Die letzten Blätter fallen, der Winter kommt, ist bereits da. Dementsprechend, ich kann mich nicht mehr wehren. Zeit, mich an den Winter zu wenden. Lieber Winter, ich erinnere mich noch an dich, als ich klein war. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen und eine gute Zeit. Ich baute Schneemänner und malte Schneeengel mit meinem ganzen Körper. Ich war dir sehr nah. Was ist passiert? Als ich meinen Brief an den Winter schrieb, da wurde mir tatsächlich einiges klar. Mein Verständnis von Zeit war als Kind ein ganz anderes. Heute, da ist die moderne Gesellschaft von einem konstant hohen Tempo geprägt. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, Obstbauern, die standen vielleicht in Konkurrenz zum Obstbauern von nebenan. Heute stehen Unternehmen in Konkurrenz zu ganz vielen Unternehmen auf der ganzen Welt. Dementsprechend schwierig ist es auch zu sagen im Winter, ich lehne mich jetzt mal zurück, wir machen mal ein bisschen Piano. Wenn du weißt, okay, hier ist zwar gerade bei uns Winter, aber zum Beispiel in Australien ist gerade Sommer und da wird fleißig weitergearbeitet. Dementsprechend ist es schwieriger für uns geworden, in einer globalisierten Welt Entschleunigung und Ruhe zu finden. Doch es ist nicht unmöglich. Um mich mit dem Winter anzufreunden, ist es am einfachsten, ihm mit offenen Armen zu begegnen. Das geht in meiner Bude drin, in die nur wenig und wenn dann kaltes Licht einfällt, schwieriger. Deshalb begebe ich mich nach draußen, zurück in die Wälder meiner Kindheit. Die Jahreszeiten, die könnten uns eigentlich wieder eine ganz natürliche Struktur für Entschleunigung bieten. Im Sommer heißt es dann Action und im Winter Slow Down. Das nennt man dann Seasonal Living, also das Leben mit den Jahreszeiten. Ganz klar, im Frühling, da erblüht alles. Im Sommer haben wir dann den Überfluss. Doch was genau kann eigentlich der Winter? Erstens, Ruhe und Stille. Inmitten der letzten fallenden Blätter und der klaren Luft ergibt sich eine besondere Atmosphäre der Stille. Eine stillere Stille als die Sommerstille. Im Sommer fühlt es sich für mich manchmal so an, als würde die Welt am Horizont nicht enden. Groß und blau ist der Himmel, strahlend die Sonne und weitläufig die grünen Felder. Im Winter sind die Wolken tief und grau. Die Bäume drängen sich dicht beieinander, als würden sie uns beschützen. Die Welt wird kleiner. Wenn dann nach Tagen die Sonne herauskommt, ist sie golden und sanft wie ein freundliches Hallo. Im Herbst und Winter steht die Sonne nie direkt auf 12 Uhr am Himmel. Durch das flache Licht entstehen im Winter die schönsten Lichtspiele und Farben. Für Video- und Fotoaufnahmen übrigens eine wunderschöne Jahreszeit. Zweitens, Gemütlichkeit. Ich sage dir, wie es ist. Als aktiver Mensch ist es einfach schwierig mit dem Winter. Natürlich gibt es auch Aktivitäten, die man machen kann, von Snowboarding, Skifahren, Schlittenfahren, was auch immer. Aber insgesamt ist es einfach eine Zeit, wo man nicht ganz so viel machen kann. Dementsprechend steht Gemütlichkeit im Fokus und es gilt tatsächlich, diese gemütlichen Aspekte des Winters zu fokussieren und wertzuschätzen.
Seit neuestem hat ein Mitbewohner in unserer WG zudem eine Lichterkette im Treppenhaus installiert. Also selbst wenn ich abends im Dunkeln nach Hause komme, werde ich inzwischen angenehm empfangen. Warmes Licht ist der Schlüssel in dieser kalten Zeit. Ich versuche mich in diesen Tagen übrigens auch als Hobbybäcker und Konditor und heute auf dem Plan Bananenbrot. Drittens, Wertschätzung der Veränderung. Schon bald folgt der erste Schnee. Alles wird unter einer dicken weißen Decke verborgen liegen, doch unter ihr bereitet sich die Veränderung vor. Eine gewisse Magie ist bereits spürbar. Die Tage sind dunkel und die Nächte lang. Sie können dazu dienen, zur Ruhe zu kommen und die eigene Energie zu sammeln. Für mich ist der Winter eine Zeit der Reflexion. Ich nehme mir mein Journal, pflanze mich in eine entspannte Ecke und starte einfach damit, in mich zu gehen. Drei kraftvolle Fragen, die ich mir stelle, sind: Welche Teile meines Lebens dürfen sterben, um Platz für neues Wachstum zu schaffen? Welche inneren Samen möchte ich im kommenden Frühling pflanzen? Und in welchen Bereichen meines Lebens benötige ich mehr Licht? Beim Reflektieren, da können tatsächlich Gefühle auftreten, dass wir etwas bereuen oder dass wir traurig sind, etwas noch nicht getan oder geschafft zu haben oder bislang noch nicht die Motivation hatten, es anzupacken. Aber das ist ein total wichtiges Gefühl, denn hier können wir die Energie sammeln, um uns dann nach dem Winter genau diesen Dingen widmen zu können. Also dem, wonach dein Innerstes sich sehnt. Wie du dieses Jahr für dich reflektieren kannst, aber auch Ziele und Intentionen für das kommende Jahr setzen kannst, darum wird es hier im nächsten Video gehen, wie du dich neu erfindest. Also, damit du es nicht verpasst, nochmal ganz schnell abonnieren. So langsam freunden sich der Winter und ich wieder an. Auch wenn ich mich schon sehr auf den Frühling freue und mich nach den warmen Sonnenstrahlen sehne, wird es noch eine Weile dauern. Derweil kuschle ich mich weiter unter meine Decken, mache mir einen fancy Kakao mit Milchschaum und schaue den Wolken beim Vorbeiziehen zu. Denn ich weiß, alles hat seine Zeit. Wie kann ich die Sonne und das Licht wertschätzen, wenn es nicht auch die Dunkelheit gibt? Das ist das Dualitätsprinzip. Tag und Nacht. Frieden und Konflikt. Laut und leise. Ich erwische mich oft noch dabei, nur das eine krampfhaft herbeiführen zu wollen. Wenn ich mich unsicher fühle, will ich schnell Sicherheit. Wenn es Konflikte gibt, möchte ich schnell Harmonie herbeirufen. Und das ist vielleicht auch normal. Doch manchmal dürfen und müssen die Dinge auch einfach eine Weile so sein. Und ich muss mir selbst immer wieder sagen, dass ich noch lernen muss, die Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Wie die Bäume, die im Frühling zaghaft ihre Knospen entfalten, werden wir das Erblühen erleben. Wenn im Winter die Bäume ihre Blätter freigeben, ist es auch an uns, loszulassen. Manchmal strömen wir vorwärts wie der reißende Fluss und manchmal verweilen wir wie das Meer am Ufer in ruhigen Momenten der Reflexion. Lasst uns lernen, im Rhythmus der Jahreszeiten zu leben. Im Einklang der Zeit. Jede Phase und jeder Moment des Lebens trägt seine eigene, einzigartige Bedeutung. Es ist an uns, sie zu finden. In diesem Video habe ich ganz viel über Entschleunigung, Entspannung und Gemütlichkeit gesprochen. Ich möchte noch mal ganz kurz hervorheben, und das ist für mich wirklich wichtig, dass das nicht nur im Winter stattfinden sollte. Ja, mir war es wichtig, mit diesem Video zu zeigen, dass der Winter prädestiniert dafür ist, zum Beispiel Routinen oder Rituale zu integrieren, um genau diese Momente im Alltag zu ermöglichen. Aber dass das auch zu jeder Jahreszeit absolut notwendig ist, sich diese kleinen Momente im Alltag zu schaffen.
egal wo du gerade bist und von wo du dieses Video schaust, ob vom Bett aus, auf der Toilette. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Tag. Sorg dich um dich selbst und um deine Mitmenschen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für diesen Winter und für alle Winter, die da noch kommen. In diesem Sinne, mach's gut. Ja, jetzt noch ein Kakao oder wer weiß was. Auch noch ein bisschen Bananenbrot übrig.